Und herzlich willkommen zu meinem ersten Stadion-Blog oder Hopping-Blog, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ich war jetzt beim Spiel Hannover 96 gegen Heracles Almelo. Es war ein Testspiel oder besser gesagt auch das einzige Spiel, was so lief. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, kann man sich mal anschauen. Was Besseres habe ich ja eh nicht zu tun. Also bin ich vergangenen Samstag, Sonntag? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Sonntag, sehr sicher. Er ist zum Spiel von 96 gegen Almelo gegangen. Ich meine, Testspiele sind ja sowieso immer interessant. Ich gehe auch jetzt diesen Samstag zu 96 gegen Werder Bremen. Und da wollte ich halt mal so ein bisschen schauen, wie ist denn 96 überhaupt so drauf? Kann man von denen ein bisschen was erwarten? Und ich denke, in diesem Testspiel hat man auf jeden Fall gesehen, dass sie mehr können, als jetzt die Bundesliga-Tabelle vielleicht widerspiegelt. Also ich bin echt gespannt, was die Rückrunde bringt. Viele Leute, die ich gefragt habe, sind eigentlich sicher und überzeugt davon, dass es die 96er nicht mehr schaffen werden. Wie gesagt, ich schaue der ganzen Sache ganz entspannt entgegen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Ich würde sie noch auf jeden Fall gönnen. Ist ganz cool, in der Stadt Bundesliga zu haben. Andererseits, zweite Bundesliga. Ja, das ist sicherlich auch wieder was, wenn man dann zum Beispiel nach Sandhausen fährt, sofern die nicht in die dritte Liga absteigen. Außerdem, ja, ich finde halt zweite Liga einfach cooler als erste Liga. Dann hast du so Duelle wie zum Beispiel, wie gesagt, halt Dresden beispielsweise, die würden dann nach Hannover kommen. Das wäre ein Auswärtsspiel direkt vor meiner Haustür. Das wäre extrem praktisch. Und wer weiß, vielleicht steigen auch so coole Mannschaften wie Halle auf oder wie Unterhaching. Also da würde ich auch auf jeden Fall dann zu 96 ins Stadion gehen. Aber nun zu dem Spiel. Also ich habe, naja, ist schon nicht viel erwartet. Ich meine, es war ein Sonntag, es war extrem beschissenes Wetter. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt auf den Videoaufnahmen. Also teilweise schon, es hat wirklich extrem geschüttet. Es war extrem kalt, es war einfach richtiges Sauwetter. Also ich war auch mit zwei Freunden da, die sind dann auch nach dem dritten Viertel gegangen, weil ihnen einfach zu kalt war. Ich bin halt bis zum Schluss geblieben. Gut, im letzten Viertel hat man nichts verpasst. Also allgemein, das Spielniveau war relativ schwach. Es hat begonnen mit einem Tor von Hannover 96 durch Bobby Wood in der 10. Spielminute. Und davor war eigentlich Almelo eher so die bessere Mannschaft. Also gut, klar, die ersten 10 Minuten kann man immer schlecht sagen. Aber trotzdem, Almelo hat eigentlich gut begonnen. Ich dachte wirklich, dass es hier ein Schlagabtausch werden könnte. Aber naja. Also wie gesagt, die 96er sind halt früh in Führung gegangen, haben dann auch direkt nachgelegt. Ich weiß gar nicht, wer das Tor geschossen hatte. Aber auf jeden Fall, also gespielt wurden erstmal nicht 2x45, sondern 4x30 Minuten. Deswegen hat sich es am Ende auch ein bisschen in die Länge gezogen. Aber auf jeden Fall hat man nach dem ersten Viertel schon mit 2:0 geführt. Ach ja, genau, Weidand hatte das zweite Tor geschossen. Dann hat man direkt, also im zweiten Viertel, kurz vor Schluss dann nochmal nachgelegt. Bobby Wood hat das 3:0 erzielt. Und dann ist eigentlich bloß noch was im dritten Viertel passiert. Nikolai Müller mit dem 4:0 für 96 und Van der Water mit dem 1:4 für Almelo. Also wie man
dann gleich im Hintergrund hören wird in den Aufnahmen. Das war richtig cool. Direkt hinter mir saßen Almelo-Fans. Mit denen habe ich dann ein bisschen gequatscht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Grüße gehen hier raus und ich wünsche euch viel Erfolg für die Saison und drücke euch die Daumen, dass ihr in die Europa League kommt. Von daher, es war ein ganz nettes Spiel, was man sich halt mal angucken konnte, wo es keinen Bedarf gab. Aber wie gesagt, Ground is Ground. Jetzt noch habe ich ein paar Aufnahmen für euch und dann komme ich zum zweiten Spiel. Endstand von der Partie, also 4 zu 1. Immerhin sind etliche Tore gefallen, von daher hat das für Unterhaltung gesorgt. Im zweiten Spiel war ich dann am Mittwochabend bei Hannover 96, der A-Jugend gegen SV Arminia Hannover. Ich habe bloß die zweite Halbzeit gesehen, weil ich da vorher was Wichtiges zu tun hatte. Ja, die ging vom Niveau her, war sie echt schwach. Also die erste soll vom Niveau her besser gewesen sein. Aber immerhin sind Tore gefallen, also das hat alle einzig und allein auch wieder in dieser Partie für Unterhaltungswert gesorgt. Und ich meine, hey, letzten Endes, es ist ein neuer Ground, den ich mitgenommen habe. Von daher war es ganz nice. Ich hatte eh nichts Besseres zu tun, wie so häufig. Und von daher war es ganz nett. Außerdem möchte ich mich bei euch bedanken, sowohl für das Feedback auf dem Instagram-Account als auch bei meinem ersten YouTube-Video. Also das hat euch ja anscheinend relativ gut gefallen. Deswegen, mir macht es auch extrem Spaß, meine ganzen Fußballerlebnisse mit euch zu teilen. Und ich bin echt gespannt, wo das Ganze noch hinführen kann. Folgt auf jeden Fall meinem Instagram-Account, der ist unten in der Kanal, also in der Videobeschreibung, verlinkt. Und von daher haut rein, macht euch einen schönen Hopping-Tag und wie gesagt, überlebt den Rest der Winterpause. Geht ja jetzt wieder mit Bundesliga los. Ciao!